Oh Gott. Spike Elo. Heute mache ich mal Zwiebelkuchen und der Teig mit unserer neuen Maschine. Das sind 2 Kilo Zwiebeln, werden klein geschnitten und jetzt werden sie weich gedünstet, dass sie weich sind und vielleicht ganz hauch hellbraun, aber nicht ganz braun. Und dann schauen wir rein. Da kommen noch die anderen Zutaten, da wird noch Bauchfleisch, dann machen wir die Soße. Zuerst 3 Eier. Da können wir das Schmand hinein machen. 200 Gramm. 400 Gramm. 400 Gramm. 20%. Dann machen wir Kümmel. Immer das so. Dann 2. Kaffeelöffel Salz. Und 2 Esslöffel Mehl. So, jetzt wird die ganze Sache durchgerührt. Haben wir alles so. Der Teig ist nun aufgegangen. Der Teig für den Boden. Und er kommt jetzt auf das Blech. Die Zwiebel waren jetzt für 30, 40 Minuten sind sie weich gedünstet worden. Dann haben wir den Saft abgeleert und nun stehen sie draus zum Abkühlen.
Ja, und dem anderen Thermometer hat es auch 16 Grad. Kann man so hören, ja, da kann man es einigermaßen sehen. So. Genau, ist halt schon recht abgekühlt. Da schleichen wir die Katze ums Fies rum. So, und jetzt wollen wir heute, also jetzt fahren wir noch lang genug drinnen mit der Klimaanlage und jetzt soll da eine Dachrinne her über die Terrasseüberdachung, weil das da immer so heftig runtertropft. Und da wollen wir halt Material holen. Da überall hat es noch Himbeer, also da schleicht mir was ums Fies rum. Überall da noch Himbeer dran. Da dran, dahinter alles wohl noch. Und da haben Nachbar seine Traube. Hier sind sie noch nicht reif. Ah doch, da sind sie die rote, wo jetzt reif sind. Und unsere habe ich ja fast vergessen. Muss ja auch noch zeigen. Hat er mich doch einen Fuß reinbissen. Also das ist ein Kerl. Da sind noch Himbeer, gibt es da noch. Unsere Gartenhütte. Der alte durchgerostete Grill und der neue Grill aus der Gasflasche. Und da sind unsere, das sind weiße Trauben. Die sind aber auch noch nicht ganz reif. Aber prallevoll. Prallevoll. Da drüben, da hinten. Überall. Ja, und heute ist ziemlich bedeckt und frischer Wind. Endlich einmal. So. Jetzt gehen wir wieder rein. Hallo, gestern waren wir einkaufen und haben Dachrinnenmaterial gekauft. Wir wollen hier an unserem Terrasseüberdach eine Dachrinne nachmachen. Jetzt habe ich da schon angezeichnet die Dachsparre und Haufen vom Maß und senkrecht abgesägt. Jetzt haben wir da noch so ein Brett mit 6,5 Meter und das wird jetzt da oben angeschraubt. Da haben wir also einige von den Teilen, die ich da abgesägt habe, breite, schmale, wie es halt gerade aufgegangen ist, habe ich da abgesägt. Und das Material, was wir gekauft haben, auch, da muss ich erst, zeige ich erst da. Also zwei Dachrinne je 3 Meter und ein fürs Fallrohr auch 3 Meter, weil wir da 2 mal ca. 1,50 Meter brauchen. Und da sind die anderen Teile. Das sind die zwei Abgang, da kommt das Fallrohr hin. Kann man auch auspacken. Da hat es Dichtungen drin. Und jetzt kommt dann so und da kommt das Fallrohr hin. Da sind 2 Stück. Das sind so Halter für das Fallrohr. Das sind 67 Grad Winkel. Und da habe ich viele Halter für die Dachrinne. Also das war Material. Liste, 2 mal 3 Meter Rinne, 2 Stück Endkappen, ein Verbinder, 12 Halter, 2 Ablauf, 6 Winkel haben sie bloß 4 Stück, da müssen wir nochmal 2 holen. 2 Fallrohrmeter 50, also sind 3 Meter und 4 Stück Fallrohrhalter. Und das hat gekostet, also da habe ich den ganzen Zettel, ja, und ein paar Schrauben, Teil von der Schraube habe ich. Aber das hat 7.250 Rubel gekostet. Das muss ich dann noch ausrechnen, wie viel das sind.
Sie bedeuten das also, ich weiß gar nicht, ob das 100 Euro sind es nicht. Ich muss dann noch ausrechnen. Ja, und jetzt mache ich erst das Brett noch und genau ausrichten und so weiter. Dann gucken wir weiter. Hallo liebe Zuschauer, nun heute bin ich am Tag 2, weil meine Arbeitstage werden mit zunehmendem Alter auch kürzer und so, also 3 Stunden oder höchstens 4 Stunden am Tag ist für mich genug. Also gestern habe ich ja das Brett angebracht und dann die Halter im Abstand von 50 cm ist vielleicht ein bisschen kurz, aber ich habe gedacht, besser etwas mehr als wie zu wenig. Da ist dann der linke Ablauf, auf der rechten Seite kommt dann auch noch einer nach und außen kommt noch ein Halter nach und da sind es 5 Halter und da das Verbindungsstück. Und da habe ich jetzt gerade die eine Dachrinne zugeschnitten. Das Reststück kommt dann noch dahinter raus. Und dann geht es auf dieser Seite weiter. Genau das gleiche mit Gefälle auf diese Richtung und da rechts dann ein Fallrohr, Ablaufteil und Fallrohr und so. Okay. So, die eine Hälfte ist jetzt dran. Schön mit Gefälle zum Ablauf. Hinten steht es ein bisschen hoch, aber das ist, damit es gut rüberläuft. Und jetzt kommt die nächste Hälfte. Erst wieder Halterung, Abstand, Höhe, damit der Ablauf nach rechts, also dahinter, muss der Ablauf. Ah, das sieht man, das sage ich später. So, die Regenrinne ist nun fertig. Da ist das Mittelstück. Ab hier fällt es nach links und nach rechts, auf Wunsch meiner Frau. Jetzt fällt nur noch unten das Auslaufteil. Das hatten sie zurzeit nicht da, aber das wird noch nachgerüstet. Und da geht's num. Und da sieht man das andere Stück. Ja. Moment, ich gehe rum. Hier sieht man es besser. Also hier ist das Ende. Und da kommt der Ablauf. Und das geht runter. Und wie gesagt, da unten fällt noch das Ablauf. Da jetzt haben wir mal was anderes drunter gestellt. Also, so sieht es von hier aus. Und das war's. Wieder Dachrinne.